Moin moin und herzlich willkommen. Nein! Toll. Wie werde ich die jetzt los? Herzlich willkommen zurück zu Redguard. Wie werde ich die Ogre los? Gehe ich mal von aus, dass es ein Ogre ist. Also, ich nenne die jetzt mal so. Die sehen für mich aus wie gewisse Ogre, grüne Ogre. Jetzt will ich hier mal vorbei. Den muss ich doch irgendwie loswerden, ne? So. Springen wir hier erstmal runter. Der greift mich jetzt gleich an. Komm, geh kaputt. Der ist jetzt besiegt. Dann würde ich jetzt ein Safe Game machen wollen. Der ist jetzt bekämpft, besiegt. So, hat mir jetzt nur 15 Schaden gemacht. Und hier sollen wir runter, hä? Irgendwo. Okay. Da war so ein Pilz. Okay, das läuft so nicht. Nochmal. Zu weit. Irgendwie müssen wir da hinspringen können, oder? Das war jetzt zu weit. Zu früh gesprungen. Und noch einmal. Ah! Wieso macht er immer so viel? So lange Sprünge. Ach, jetzt. So, und... Nein! Die Steuerung beim Springen ist echt, also... für'n Arsch. Man kommt da aber auch nicht weiter. Nein, zu weit nach rechts. Jetzt hängt's? Okay. Wollte schon sagen. Nein? Da ist aber so ein Abhang. Da will ich hin. Wir werden jetzt nur noch ein paar tausend Mal drauf gehen. Das ist hoffentlich für euch kein Problem. Funktioniert so nicht. Wo muss ich hin? Kann man hier vielleicht auch so unten sehen, was da ist? Nee. Kann man auch nicht. Da kann man sich auch nicht festhalten. Fallen wir auch noch daneben? Ey. Ich will jetzt nicht die nächste halbe Stunde hier jetzt verbringen. Damit, dass wir hier feststecken. Und der bewegt sich auch zu. Beim Springen zu schnell nach links oder rechts. Ah. Wir müssen schon dahin irgendwie. Wieso hat er jetzt nicht gerannt? Jo. Okay. Das schafft er auch nicht. Wir müssen aber, glaube ich, schon in diese Richtung. Oder gibt es auf der anderen Seite auch noch irgendwie was, wo ich hin muss?
Nee. Aber warum? Ach komm, warum springst du nicht, Cyrus? Manchmal will der springen, manchmal auch nicht. Ich glaube, wir müssen schon die Kombination aus allen drei Pilzen nehmen. Wie sich das auch anhört. Ich raffe nicht, wie ich da weiterkommen soll. Das war jetzt ein bisschen doof gelaufen. Ach nee, jetzt zu weit nach. So. So. Ach. Warum? Ich schmeiß gleich meinen PC aus dem Fenster. Ja. Und. Oh, wieso macht er zu weit? Warum hat er jetzt zu weit nach rechts gedingst? Ihr seht das auch, dass er dann nach zu weit nach links und rechts hier jumpt. Das ist nicht an. Das liegt nicht an meiner Steuerung. Was war das jetzt? Muss ich hier vielleicht ein bisschen eben kurz laden lassen? Kann ich irgendwie hier noch was anderes? Ich will mal Lightroll with Torch. Können wir auf jeden Fall machen. Bleibt er jetzt tot? Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Pull up Torch stand da. Gibt es hier sonst noch irgendwie was vielleicht? Es sagt auf jeden Fall, wir müssen da runter. Würde ich hier jetzt nochmal ein Safe Game machen wollen? Und es noch einmal versuchen. Wenn der nicht immer so stark nach links oder rechts ziehen würde. Ja, 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 wir haben es geschafft. Boah. Alter. Boah, war das jetzt heftig. Jetzt kommt's, hier sind wir falsch. Pick up Gold. Ich glaube, wir müssen hier runter. Machen wir mal so. Nee, hier müssen wir nicht hin. Pick up Gold. Oder wir müssen nach da oben. Doch, hier müssen wir lang. Boah, war das jetzt heftig. Also nach hier oben und nicht nach da unten. Das ist wieder so ein Ork. Ne, Orks sind das ja nicht. Ogre. Orks sind ja spielbare Charaktere ab dem nächsten Teil, beziehungsweise bei uns hier übernächsten.
So, komm, greif ihn doch jetzt mal an. So, jetzt schnell anzünden. So, wo haben wir die Fackel? Hier. So, und wieder auf die Schwerter. Einmal durch die Flammen laufen. Weg von den Pilzen. Hier war jetzt kein Heiltrank, ne? Nee. So. Sehe gerade auch nicht, wo wir hin müssen. Aber wir können hier ein Safe Game machen. So. Kann ich irgendwie Torch machen? Mit einer Shortcut oder so? Ich würde gerne sehen, wo ich hin muss. Oder warte, wir packen den nochmal so runter. Hier nirgendwo, okay. Will der jetzt nicht dahin? Ah, okay. Das war schon richtig. Jo. Alter. Komm, geh einfach drauf. Okay, schnell verbrennen. Jo. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Wo ich hier noch hin muss. Wahrscheinlich darüber. Aber wie? Oh, halt, Franke. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie da rüberkommen soll. Aber wir machen trotzdem hier mal ein Safe Game. Kann ich hier einfach so darüber springen oder? Das können wir nicht. Gucken wir mal, ob es da vielleicht doch noch irgendwie einen anderen Weg gibt. Ja, gibt's. Blume. Und noch so ein Ork. Nee. Waffe ziehen. Alter, jetzt geh drauf. So. Fackel, Schwert einstecken und anzünden. Da haben wir ein Rad. Turn Wheel. Was hat das jetzt gemacht? Boah. Jetzt track mich immer wieder wegen den Blumen. Ah, es hat das dazu gemacht. So, ich will hier rüber. Das hat das eine Ding hier zugemacht. So, jetzt brauchen wir aber wieder mal das. Dann machen wir hier auch nochmal wieder ein Safe Game. Ist wichtig. So. Hm.
Und nochmal so runter. Ich glaube, anstatt zum Ogre da hoch, gehen wir mal hier entlang. Gespeichert haben wir ja. Oh, was haben wir hier? Search Buddy. A key made from the bone of some large beast. Ein Schlüssel aus Knochen. Jetzt sehe ich nichts. Jetzt brauchen wir wieder das Ding. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Ruckel, ruckel. Ich glaube, wir müssen da schon zum anderen Ogre hin. Irgendwie. So, nochmal hoch. Und hier auch nochmal hoch. Der brennt da schön ordentlich. Das gefällt mir. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rüber? Ah nein! Gibt es hier sonst noch irgendwie was außer diese Pilze? Nee. Abgesehen von Pilzen gibt es hier sonst nichts. Können wir so da rüberspringen? Nee. Ja. Ich glaube, hier gibt es auch nichts, um hier so hoch zu klettern, oder? Aber wir müssen da schon irgendwie rüber, gehe ich mal von aus. Hier kommen wir auch nicht mehr hoch, oder? Doch. Hier kommen wir noch hoch. Hier nicht mehr. Ja, wie... Was machen wir da jetzt? Wie kommen wir da zu wem rüber? Oh, ich werde gerade angerufen. Ich muss hier einen kleinen Cut machen, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So... Da bin ich auch wieder. Was ich jetzt wissen möchte, wie kommen wir da rüber? Oder was passiert, wenn wir das Ding nochmal machen? Die Blume ausweichen. Das Ding geht dann wahrscheinlich wieder auf. Und fließt hier alles wieder hinein. Gehe ich mal stark von aus. Ah, jetzt sehe ich's. Wir können das dann nutzen, um darüber zu kommen. So, nein, nicht das Schwert. Okay. Nee. Genau. Vielleicht mache ich jetzt mal ein Safe Game. Und dann würde ich jetzt... Ah, okay. Da kommen jetzt gleich ein paar von den Riesendingern wieder auf uns zu. Aua. Autsch. Jo, was ist denn das denn? Achso, das ist... Okay, den können wir aber so schaffen. Jetzt greif an. Komm. Alter. Komm, Cyrus.
Alter, kann doch nicht sein. Jetzt haben wir das Ding auch noch leer. Nein! Jo, da, wie schnell ging das denn jetzt? Aber vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir jetzt Iron Skin trinken. Und das andere da, Strength Potion. Da. An dem müsste ich aber ganz normal rankommen, ohne Schaden zu kriegen. Die ganzen Pilze warten darauf zu explodieren. So. Komm. Dann machen wir den da. So, komm, geh kaputt. Mich bitte nicht in die Gülle hier reinschmeißen, ja? Okay, jetzt kommt der Dude. Den müssen wir auch noch verbrennen. Okay, nice, haben wir geschafft. Warte, Fackel. Hier. Haben wir den schon mal los sind. So. Search Buddy. Und Torch nehmen wir auch noch mit. So. Ah, Safe Game machen, bevor wir gleich wieder drauf gehen. Das ist das Wichtigste. Pick up Gold, nehmen wir mit. So, wo geht's denn am besten hier raus? Ich hab so ein Gefühl darüber. Irgendwie darüber. So denke ich zumindest. Oder warte, vielleicht benutzen wir doch mal die Fackel wieder. Hier. Dann sehen wir wohin. Hier geht es ja auch noch weiter. Ja. Fackel verbraucht. Jo, hier geht's weiter. Und ruckel, ruckel. Open Door. Ich habe eine Idee. Wir haben ja den Knochenschlüssel bekommen. Mal gucken, was auf uns zukommt. Da unten ist auch wieder ein riesen Skelett von irgendwas. So. Jetzt brauche ich aber langsam wieder Health Potions. Sag mir jetzt nicht, das Spiel ist abgeschmiert. Jo, das Spiel ist abgeschmiert. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Bin jetzt bis zu diesem Spielbereich, also wo ich die Tür geöffnet habe, rübergegangen, bis hierhin. Ich hoffe, es schmiert mir jetzt nicht da vorne wieder ab. Hoffen wir mal. Das sieht aber cool aus hier. Mit
Karte jetzt nicht abschmieren. Haben wir allesamt wenig Lust drauf. Was passiert, wenn wir da rüber springen? Okay, und jetzt geht's wieder hoch. Nein! Das war jetzt nicht geplant, dass wir da runterfallen und sterben. Nicht auch noch hier runterfallen und sterben, bitte. Wir bleiben erstmal aber hier oben. Und gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwas finden. Ne, hier gibt's nichts. Okay, wir haben da runter zu gehen. Über das Ding. Dann würde ich hier auch nochmal ein Safe Game machen wollen. So. Bevor wir da in den Tod gehen. Da können wir aber auch... Ah ne, wir haben das ja noch aktiv. Sobald wir gleich unten sind. Genau. So. Okay, Iron Skin haben wir noch auf. So, da kommt schon der nächste. So. Ne, jetzt haben wir nichts mehr von den Tränken. So. Okay, aber immerhin haben wir die erledigt. 7 Gold Pieces. Ja, ich brauche Health Potions. Wow, eine neue Fackel. Gut, machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Safe und Safe. Da vorne gibt es auch Health Potions. Und ich hoffe nicht wieder so eine Blume. So. Ach, da ist das Ding. Okay, jetzt ist die Frage, wo muss ich entlang? Jetzt ehrlich, wo muss ich hin? An das Gitter da? Machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. So, und? Okay, bisher sieht das so aus wie ja. Oder auch nicht. So, okay, hier kommen wir hoch. So, und... Ne, hier geht's nicht. Hier geht's nicht weiter. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge finden wir das mal heraus. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! We'll be right back.
Thank you.